Ja, und somit herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's in der Karriere. Bei den internationalen Profis haben wir eigentlich schon alle Rennen einmal gespielt. Allerdings fehlen uns dann ein paar Punkte, um die weiteren Rennen hier freizuschalten. Von daher... Da sind auch irgendwie bloß... vier Rennen abgeschlossen. Dann geht's wohl hier weiter. Feincross Circuit Hauptstrecke sei mindestens eine Runde in Führung. Ich bin ein bisschen raus aus dem Game. Ich habe das lange nicht mehr gespielt, aber von daher müssen wir mal schauen, ob das gut geht. Aber ich denke schon. Let's go. Come on, verpiss dich! Eine Runde in Führung von 3. Könnte schwierig werden. Wenn diese... Oh shit, bloß 3 Runden sind. Verpiss dich, komm, komm. Vor allem ist dieses Auto ziemlich schwer. Man merkt das sehr gut in den Kurven. Fishtailing am Start da vorne. Nicht gut. Quer über die Strecke. Komm schon. Das Ziel schaffe ich nicht. Da ist das Auto zu langsam für. Komm schon, wenigstens dritter muss drin liegen. Holy shit, der hat mich weggerannt. Der Hammerherr RS ist halt ziemlich stark. Und da sind gleich 2 Leader in der Führung damit. Komm schon. Einer weg. 2 weg. Erster, okay, cool. Sind die da vorne schon die letzten? Oh, nice. Als erster beendet. So kurz davor habe ich es noch geschafft. Sehr gut. Zwar das Tagesziel verfehlt, aber okay. Es sind mindestens 2 Runden in Führung von 3. Wird ja noch einfach. Sucht man hier auch vergebens mit diesem Auto. Das ist doof. Wenn alle... Junge! Was für ein Chaos dahin. Was ist die Strecke? Die ist eigentlich noch gut, weil man da ziemlich viel Geschwindigkeit mitnehmen kann. Shit, shit, shit! Holy moly! Ja, das war nicht so geplant. Ey, ich fahr auch gerade irgendwie eine Scheiße zusammen hier. Zweiter Platz. Und er verabschiedet sich erstmal.
Manchmal bin ich froh, dass ich das Game hier nicht mit dem Lenkrad spiele, das ich habe. Ich glaube, das wird ziemlich schwierig. Ich habe ja schon Probleme mit dem Gamepad hier. Das halbwegs gut hinzubekommen. Bin ich immer ein bisschen zu schnell. Aber wir haben ein bisschen Vorsprung, 4 Sekunden. Tagesziel könnte also drin liegen. Nee, natürlich nicht. Das erzähle ich da für einen Scheiß. Naja. Eine Runde in Führung, wenigstens. Fahre die beste Runde. Hauptstrecke Clay Ridge Circuit. Los geht's. 13. Startplatz. Einer haben wir rausgedreht, ist doch schon mal was. Gibt ja schließlich auch XP und Punkte. No, das waren die Reifen. Komm schon. Sekunde Vorsprung. Hier schön weit raus. Fahren viel zu schnell. Okay, 4 Plätze hat's gekostet. Die sollten wir eigentlich wieder reinfahren können. Wenn der erste nicht zu sehr abzieht. Ist da direkt einer hinter uns. Letzte Runde. Beste 43,55. Ist das von mir? Ey, Bremsen mit diesem Auto ist null vorhanden. Wie sie sich da immer abschießen. Der erste ist ziemlich stark. Schade. 39 Sekunden hat einer gehabt. Knapp. Beende das Rennen auf Position 1. Hauptstrecke Massen Motor Center. Ich kann euch schon mal sagen, das Auto hier wird nicht mein bester Freund. Viel zu schwer, schlechte Bremsen. Zu wenig Grip. Die Strecke sieht eigentlich noch machbar aus. Ich glaube, die hatten wir auch bisher noch gar nie. Shit.
Aber der zweite hängt uns da ziemlich nah am Arsch. Hätte mich fast gehabt. Drei Runden. Kann man schlecht irgendwelche Fehler machen, ohne dass uns da jemand überholt. Nee! Da haben wir es eben schon. Fuck. Das war mies. Ey, die fahren mittlerweile echt fies. Die KI-Gegner. Oder Mitspieler. Schade. Dritter Platz. Doof. Hat leider nicht gereicht. Abgeschlossen, Endposition 1, nur einen von 8 Punktzielen erreicht. Okay, jetzt haben wir die weiten Rennen hier freigeschaltet, finde ich gut. Demolition Racing könnten wir noch kurz machen mit dem Motorhome. 6 Runden, Big Valley Speedway, 8er Form, lass mindestens 3 Gegner rausdrehen, erreiche das Ziel vor den anderen Campern. Wie soll ich das denn wissen, ob ich das vorher erreicht habe? Naja, let's fucking go. Ab in die Ferien mit dem Motorhome. Das wird lustig. Und Hauptsache ich starte als Letzter. Sehr gut. Hat leider schon mal nicht gezählt. Das langsamste Rennen überhaupt. Junge, Junge. Ich habe noch 91 Leben. Boah, die crashen sich hier gegenseitig ab wie gar nichts. Zwei. Drei. Drei Zenter von 18. Drei Runden noch. Überleben sollte ich das eigentlich, glaube ich, schon. Aber die Frage ist, auf welchem Platz ich da lande. 12. von 18. Oder die anderen müssen sich vorher noch umbringen. Oh shit, Rivalen getroffen, sehr nice. Hat's also sogar den richtigen erwischt. Da kneben sich zwei, nutze ich zu meinem Vorteil. Boah, was für eine Massenkarambolage. Und was für ein Chaos. 7. 6. Noch eine Runde. Vielleicht werde ich ja noch 5.
Oh shit, da geht das Dach. Egal, Gewichtsersparnis. Ja, mehr schaffe ich wahrscheinlich nicht. Vierter wird nicht drin liegen. Also der macht jetzt noch einen großen Fehler. Nope. Fünfter. Ah, doch Vierter, okay. Nehme ich gerne. Hat's wohl den Vierten zerstört. Wie das Motorhome aussieht. Junge, Junge, Junge. Ja, und somit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei dieser Folge von Wreckfest. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.